Ja, hallo lieben, Christian Schimmer, Paartherapeut, Beziehungscoach, Psychologe. Ihr kennt den Drill, lasst mir gerne mal ein Like da auf dem Weg zu 50.000 Abos hier. Kommen gerade gut voran. Bis Weihnachten wollen wir das ja mal erledigt haben, dann schmeiße ich mal ein paar Umsonstkurse raus hier. Genau, wir reden heute über eine Frage, ja, dass eine Beziehung eigentlich super anläuft und aber der Partner, dass es dann so Themen gibt, dass der Partner Schwierigkeiten hat mit Kritik so. Wie schlimm ist das dann? Das gucken wir uns mal an. Und denkt dran, euch noch ein Ticket zu holen für die Liebeschiff-Party in Hamburg, wenn ihr mich mal live sehen wollt. Oder es gibt auch noch ein paar für Leipzig und Berlin. Ja, Nachricht von Anna Telefskola. Kannst du mir auch solche Fragen schicken über ein Formular auf liebeschiff.de. Hallo Christian, ich habe in der letzten Zeit wieder angefangen, deine Videos zu gucken und ich denke, dass es mit meiner aktuellen Beziehungssituation zu tun hat. Wahrscheinlich. Ich bin mir wirklich sehr unsicher, ob das eine gesunde Beziehung ist und ich diese einfach nicht, oder ob ich diese einfach nicht aushalten kann und ich hier wieder einfach blind ins Verderben renne. Zu mir, bin Ende 20 und komme aus Südafrika. Bin beruflich relativ gut aufgestellt und habe eine schöne Wohnung und einen Hund, mit dem ich durch dick und dünn gehe. Ich habe eigentlich letztes Jahr eine Krise gehabt mit Burnout und viele Freunde verloren. Ach, tut mir leid. Muss mich erstmal wieder stabilisieren und habe heute das Gefühl, dass es mir viel besser geht und ich wieder Lust am Leben habe. Seit einigen Wochen habe ich einen neuen Job, der mir viel Spaß macht und tolle Kollegen. Ich habe auch eine Datingpause von mehreren Monaten gehabt und habe sehr stark an mir gearbeitet und klare Standards und Dealbreaker gesetzt. Sehr gut, zu meiner Beziehungsfrage. Ich habe vor 2,5 Monaten einen Mann kennengelernt, der zuerst wirklich alle Checkboxen traf. Gehen wieder auf die 100-Tage-Grenze, ne? Immer die gleichen Grenzen. Er ist selbstständig, groß, schlank, plant Dates, sagt mir oft, wie toll er mich findet und macht mich auch wirklich alles für mich. Ich habe damals zu meiner Mutter gesagt, dass ich mein Glück kaum fassen kann. Und er erfüllt alle Dinge, die mein Ex so nicht gemacht hat, wenn es da nicht diesen einen Haken gäbe. Also bis hierhin erstmal alles gut, ne? Ja, vielleicht macht er ein bisschen zu viel, aber ja. Mein Gehirn fühlt sich von allen Dingen, die er für mich tut, echt unter Druck gesetzt. Ja, also habe ich ja gerade schon gesagt, weil ich mache da ein bisschen zu viel. Und das Problem ist immer, wenn man, also ich vermute jetzt mal, wenn man so Schwierigkeiten hat in Beziehungen, dann ist es ja manchmal so, dass Kindheit auch nicht so ganz toll war. Das heißt, man hat in der Kindheit irgendwas nicht gekriegt, so, ne? Und das Verrückte ist jetzt, dass wir immer danach suchen als Erwachsene, aber wenn es dann vor uns steht, können wir es nicht nehmen. Ich kann euch das auch nicht anders erklären. Also man hat da jemanden, der einen liebt und lieben würde. Ob der das jetzt ist, gucken wir mal weiter. Aber man hat irgendwas, was eigentlich gut ist und kann es dann irgendwie nicht nehmen, nicht zu sich nehmen, wie so eine Blockade und sucht dann stattdessen lieber weiter, obwohl es schon da, wo man es vor der Nase hat. Das ist auch das Gleiche, wie Leute immer wieder nicht verfügbare Menschen hinterherlaufen, obwohl sie im Freundeskreis Leute hätten, die sie sofort daten würden und verfügbar wären, so, ne? Von daher, das könnte schon ein Teil davon sein, so, ne? Er bezahlt alles für mich. Ja, wie gesagt, also vielleicht ist er auch. Ich weiß, dass viele hier, die mich gucken, wenn ich jemanden daten, der zu needy ist, ist es fast noch schlimmer, als jemanden zu daten, der nicht verfügbar ist. Ja. Lädt mich immer zum Essen ein. Manchmal ist mir das so unangenehm, dass ich es fast gar nicht annehmen kann. Ja, das meinte ich gerade. Wobei, wie gesagt, das heißt jetzt nicht, dass du das jetzt so, ich muss das jetzt annehmen oder so. Vielleicht hast du auch das Gefühl, er macht zu viel, also als wenn er dich so einkauft. Vielleicht ist das wäre ein ganz, das wäre darum so ein gesunder Part von, ist mir eigentlich zu viel, so, ne, fühle mich irgendwie verpflichtet oder so. Und also das hört sich schon ein bisschen nach zu viel an, muss ich ganz ehrlich sagen, so, ne. Ich frage mich, ist das mein Gehirn oder ist es schon Lovebombing? Nee, also das Lovebombing können wir jetzt hier nicht feststellen direkt, aber es könnte so eine Neediness sein, die dich abtörnt. Wie gesagt, das ist für viele Ex-Liebessüchtler fast noch schlimmer, als so ein Bad Guy zu daten, jemanden zu daten, der zu needy ist. So. Ja. Dazu kommt noch ein weiterer Punkt. Er ist nicht kritikfähig. Ja, das ist immer schlecht. ich meine, ja, ich lese erstmal weiter. Sobald ich mir etwas sage, was mich stört, was ich mir anders wünschen würde, gibt es ein Riesendrama.
Die Argumentationen eskalieren immer wieder in Circular Arguments. Am Ende weiß ich nicht mehr, wo oben und unten ist. Ja. Also ich persönlich finde das ganz schwierig. Also jetzt muss ich sagen, also die meisten Menschen wollen nicht gerne kritisiert werden. Also das ist jetzt nicht so, dass das irgendwie nur ein paar Menschen gibt. Also die meisten wollen nicht gerne kritisiert werden. So, das ist echt, das sich kritisieren zu lassen, ist eine absolute Kunst. Da würde ich mal behaupten, da bin ich richtig gut drin, aber das liegt auch ein bisschen an meiner Ausbildung, weil du lernst das einfach, wenn du psychologische Ausbildung machst. Ja, also will ich nicht sagen, dass mir das immer gelingt, also vor allen Dingen auf Social Media, wenn dieser ganze Dreck manchmal reinspült, aber im Großen und Ganzen, also wenn jemand jetzt sagt, das und das finde ich nicht gut, ja, das, wie gesagt, das müssen wir ja lernen, dass man dann ein Stück zurücktritt und sagt, ja, okay, also muss ich ja auch nicht gleich annehmen oder so, einfach sagen, okay, das ist interessant zu hören, das ist deine Meinung, gucken wir mal, kann ich da was machen, sehe ich das genauso überhaupt, lass uns drüber reden, ne? Und das ist natürlich eine von vielen sehr wichtigen Beziehungsfähigkeiten, so. Und das kann einen schon richtig abfacken, ne? Weil das Problem ist dann, du musst ja irgendwann was, wenn dir irgendwas nicht gefällt, musst du es ja kritisieren. So, wenn der andere aber dann ein Riesendrama macht, dann fängst du irgendwann an, das zu lassen. So, vor allem, wenn du ein bisschen People-Pleaser-mäßig unterwegs bist, dann lässt du das. Dann frisst du den Ärger nicht rein und dann explodierst du irgendwann so, ne? Also, und das ist so ein Kreislauf, wo man schlecht rauskommt. Weil man würde ja gern kritisieren, man würde es ja gern ansprechen, aber man will auch nicht immer dieses Drama mitnehmen. Also das wird euch, das ist jetzt, muss jetzt nicht zwingend, ich kenne jetzt nicht deine Dealbreaker-Liste, ne? Also das ist, vielleicht wäre es für manche ein Dealbreaker, für andere nicht. Aber das wird eure Beziehung, wenn das jetzt stark ist, wenn da wirklich, also ich finde das ganz schwierig, wenn Leute sich nicht entschuldigen können. Man kann ja einfach sagen, Entschuldigung, man muss es ja gar nicht denken jetzt, ich weiß jetzt gar nicht, was ich falsch gemacht habe, aber ich kann mich ja trotzdem entschuldigen. Ist doch nicht schlimm, tut nicht weh, ne? Das ist auch so eine Ego-Geschichte manchmal, ne? Aber das höhlt schon Beziehungen auf die Dauer aus. Und wenn es viel ist, kannst du auch schnell aushöhlen, ne? Weil das erschöpft. Und vor allen Dingen so Circular Arguments. Ich meine, du müsstest natürlich auch nicht mitmachen bei diesen Arguments. Du könntest einfach auf eine Metaebene gehen und könntest sagen, okay, wir haben jetzt hier echt ein Problem, weil ich möchte dich gerne kritisieren und ich finde, das darf ich auch. Also wenn das so angemessen ist und faktenbasiert und nicht einfach so. Sollte natürlich nicht einfach so, aber das kann ich jetzt nicht alles hier rauslesen, ne? Sollte natürlich nicht einfach so ein bindungsängstliches Kritisieren sein. Also von Nichtigkeiten so, dass du jetzt sagst, das ist immer das Problem, dass man bei netten Leuten geht man in Bindungsangst, kritisiert alles Mögliche. Und bei den Toxischen lässt man alles durchgehen irgendwie so. Also das müsstest du natürlich schon mal gucken, ob das wirklich, du kannst auch meine Freunde immer fragen, sind das wirklich valide Kritikpunkte, weil du jetzt, wenn du jetzt kommen würdest, weiß nicht, ich mag nicht, dass du grüne Jogginganzüge anziehst und er sagt dann, ey, was willst du eigentlich von mir? Da, wenn du dann jetzt sagen würdest, hey, du bist kritikunfähig, da würde ich auch sagen, fuck you, ey, ich zieh an, was ich will, ne? Also das wäre jetzt dann nochmal ganz cool gewesen, ein paar Beispiele zu haben. Wie gesagt, wäre unter Umständen möglich, glaube ich jetzt eigentlich nicht, dass du ihn für nichts kritisierst. Da muss er natürlich auch nicht drauf eingehen. Wenn das valide Punkte sind oder einfach Wünsche sagst und er dann so ein Drama macht. Aber wie gesagt, du musst das Drama ja nicht mitmachen. Dann musst du auf eine Metaebene gehen und sagen, okay, es entsteht dann immer Drama. Das wollte ich eigentlich sagen. Und das möchte ich nicht. Also das kann nicht sein, dass wir immer so ein Drama haben. Ich will auch gar nicht einsteigen. Aber sag mir doch mal, wie ich dir was sagen kann, was ich nicht gut finde. Ne? Wie soll man, frag ihn. Also Fragen ist eigentlich immer gut. Wie soll man das machen? Ne? Wir haben auch schon mehrfach drüber gesprochen, dass sich das für mich schlimmer anfühlt, wann immer er in diese emotionale Verteidigung geht, anstatt einfach mal zu sagen, ja, tut mir leid, war nicht meine Absicht. Es sind dann immer nur Kleinigkeiten, die dem Streit vorausgehen und am Ende entschuldige ich mich immer und weiß nicht mal wofür. Ja, also das klingt schon so, als wenn das valide wäre, sag ich mal. Und das ist total ätzend, wenn man sich einfach nur, um den Streit zu beenden, immer einer entschuldigen muss. Also wenn sich immer nur einer entschuldigt, ist Kacke, sag ich dir ganz ehrlich. Absolute Kacke. Ja. Und das deutet so ein bisschen darauf hin, dass man es Kompatibilitätsprobleme geben könnte.
Weil wenn immer wieder diese Kleinigkeiten, also auch die Kommunikation, das ist letztlich ein Kompatibilitätsthema, ne, wenn man nicht richtig kommunizieren kann. Also wenn immer wieder Kleinigkeiten so aufgeblasen werden, dann, also entweder passen so grundsätzlich kompatibilitätsmäßig Sachen nicht, dass man einfach unterschiedliche Gewohnheiten hat, oder es hapert halt gewaltig an der Kommunikation, aber das wird er ja sowieso lernen müssen irgendwann, ne? Also vielleicht kann man nur mal gucken, ob man da zusammen wachsen kann. Aber du musst das natürlich nicht, ey, wenn du es nicht fühlst, dann fühlst du es nicht, ne? Weiß ich nicht, du bist jung, tja, dann halt next, fertig, ne? So, jetzt musst du dich ja nicht abquälen jetzt, ne? Ich sehe bei ihm eine große Selbstwertwunde und die macht mir wirklich Angst. Naja, wenn ein Partner Angst macht, das ist ja auch nichts Gutes, ne? Ich kann nicht sagen, wieso, aber mein Bauchgefühl sagt mir, dass ich weglaufen sollte. Ja, das hört sich natürlich nicht gut an, ne? Wie gesagt, wenn es jetzt nur, ist immer schwer mit dem Bauchgefühl, wenn es jetzt nur Bindungsangst wäre, wäre vielleicht eher so eine Abwesenheit von Gefühlen irgendwie, ne? Aber Gott, wenn es sich nicht richtig anfühlt für dich, fühlt es sich nicht richtig an, ne? Jetzt wird es tricky. Bin ich gerade in der passiven Bindungsangst und werde gerade selbst zum Minuspol? Ja, wie gesagt, das kann man natürlich nicht hundertprozentig sagen aus einer E-Mail, aber es könnte für beides Anteile geben, aber ich tendiere schon so ein bisschen dazu, wenn ich so zwischen den Zeilen lese, ja, dass diese Kritikfähigkeit tatsächlich nicht, vielleicht nicht gibt, und das wäre natürlich nicht gut, ne? Kannst du auch auf jeden Fall mal mit Freunden reden oder so, wie die das sehen. Bin ich zu streng mit ihm oder muss ich nur etwas Zeit geben, uns aufeinander einzustellen? Naja, nach 100 Tagen zeigen sich schwerwiegende Kompatibilitätsprobleme, so, ne? Das ist die typische Zeit, und das heißt jetzt nicht, dass man sich gleich trennen muss, aber ich würde da nicht locker lassen. Wie gesagt, man kann ja auch, muss ja nicht diese Circular Arguments mitmachen, aber auf so eine Metaebene gehen. Könnt ihr auch mal in meinen Paarkurs gucken, gibt es ja auch noch auf liebische.de. Also ja, das auf einer Metaebene ansprechen und sagen, hey, wir haben eine dysfunktionale Kommunikation, wir haben so ein, vielleicht so ein Attacke-Rückzugsmuster oder Attacke-Muster kurzfristig oder was weiß ich. Was ist denn eigentlich los? Was können wir da machen? Warum kannst du keine Kritik annehmen? Irgendwie fühlt sich dann bedroht. Also, aber du bist nicht seine Therapeutin, ne? Also man seid auch nicht so ewig zusammen. Ich würde, wenn man noch nicht so lange zusammen ist, weiß ich, will ich auch nicht so viel Energie reingeben, sage ich mal. Also warum sollst du nicht wieder jemand anders anziehen können, wo es auch gut, die anderen Sachen gut passen, und dann schreibst du das noch drauf auf deine Wunschliste und so Universum. Gute Kommunikation musst du natürlich auch machen. Ja. Also Zeit geben müsste es ihm auf jeden Fall nicht, denke ich. Oder habe ich ja einen toxischen People-Pleaser mit narzisstischen Tendenzen? Leute, ich kann dieses Wort, ich persönlich kann dieses Wort Narzissmus nicht mehr hören. Nicht, dass es das nicht gibt oder dass wir nicht alle, von der Psychoanalyse sagt man ja immer, wir haben alle narzisstische Anteile, ne? Ich rede mal lieber vom Ego, weil das nicht so, ja, vielleicht, ja, ich könnte mir auch vorstellen, wer sich nicht entschuldigen kann, ist vielleicht im Ego in dem Moment, ne? Und People-Pleaser, ja, weiß ich nicht, aber also kritisieren hat natürlich schon häufig was mit, wenn man nicht kritisiert werden kann, können das natürlich sehr gut Selbstwertthemen sein, aber deswegen muss es nicht gleich so ein böser Narzisst sein oder so. Nee, das sind für mich ganz Feld, Wald und Wiesen Alltagsprobleme in der Datingphase, wo man, also jetzt nicht unbedingt Alltagsprobleme in der funktionierenden Beziehung, nee, sie funktioniert ja nicht, und ja, da muss man halt gucken, ob es geht oder ob es nicht geht, ne? Aber quäl dich da jetzt nicht durch, ne? Das brauchst du nicht. Woher weiß ich, dass seine Großzügigkeit echt ist und keine Masche? Das kann ich dir nicht. Ja, also da passt es schon mit dem People-Pleaser, weil das könnte People-Pleasing sein, dass er so viel für dich zahlt. Und People-Pleasing hat immer was Manipulatives, aber das ist ein gutes Beispiel, dass nur weil jemand vielleicht, also wir alle haben mehr oder weniger manipulative Tendenzen, das könnt ihr mir glauben, und auch Pluspole. Also er wirkt auf mich schon eher pluspolig so, ne? Und du eher minuspolig jetzt in dieser Beziehung. Natürlich kommen Pluspole auch manipulativ rüberkommen, und gerade so über People-Pleasing, ne? Absolut. Ne? Und also wenn du das Gefühl hast, das ist nicht echt, oder er will mich einkaufen, so wie so hier 5 Kamele und du bleibst dann bei mir, nee, das fühlt sich nicht richtig an, ne? Da ist er auch zu needy dann, ne? So, ich hoffe, du kannst mir helfen, etwas Licht ins Dunkel bringen. Hoffe auch, kennt den Drill. Helft mir auf dem Weg zu
50.000, leitet mein Video weiter, lasst mir ein Like da, vielleicht eine Kanalmitgliedschaft, vielleicht Kommentar, ich habe gehört, mit mehr als 7 Wörtern für den Algo, das wäre, oder hopp, kommentiert gern, wenn euch das nicht gefällt, lasst ein Dislike da, auch prima. Und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.